ich war nicht gerade erfreut. Hallo meine Lieben, ich war in der türkischen Drogerie, yes, und ich wollte euch zeigen, was es dort so gibt. Vielleicht gibt es ja hier andere Produkte als wie bei euch und deswegen wollte ich euch so mal meinen Einkauf zeigen. Bei uns in der türkischen Drogerie, also wir haben mehrere Drogerieketten, also die gängigsten Drogeriemärkte, die ich so besuche, sind Watsons, Gratis und Rossmann. Da gibt es wahrscheinlich noch so zwei, drei andere Ketten, aber so das sind die drei, die ich eigentlich so am meisten benutze und wo ich denke, was die größte Auswahl an Drogeriesachen hat. Vielleicht ist es bei euch so, ach, dass ihr alle zwei Wochen oder dass ihr sagt, sogar jede Woche einmal in die Drogerie geht und sagt, ach, ich brauche mal eine Zahnbürste, ich brauche ein neues Deo oder das und das und dann holt ihr euch das halt jede Woche irgendwie so, keine Ahnung. Bei mir war das jetzt so, dass ich ja jetzt seit langem nicht mehr war und dann alles gesammelt habe und einen Einkauf gemacht habe, der es in sich hat. Ich würde sagen, wir fangen mit dem teuersten Produkt an. Da war ich auch so ein bisschen am Überlegen, so probier es aus. Und zwar habe ich euch, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, dürft ihr gerne tun, weil ich euch da einige Produkte, die ich heute euch nicht zeigen kann, in der Story zeigen werde. Also falls ihr mich auf Insta nicht folgt, dürft ihr das gerne tun. Ich verlinke euch das hier oben und unten in der Infobox. Wundert euch nicht, mein Konto ist privat, also ich muss euch erstmal hinzufügen. Also, teuerste Produkt und zwar, ihr wisst, wenn ihr mich fleißig verfolgt, wisst ihr auch, dass ich eigentlich so jeden Tag meinen Mokka trinke. Und der verfärbt natürlich so ein bisschen die Zähne. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht die gelbsten Zähne on Earth, aber auch dieser Lippenstift schmeichelt jetzt nicht meine Zahnfarbe. Und dort gibt es ein Produkt, was ich jetzt neu entdeckt habe von Colgate. Ich werde jetzt euch keine Währung sagen, sondern das hat 59,59 gekostet. Also 59 gekostet. Das ist eine Zahnbürste mit einem Whitening Pen automatisch mit drin. Und das heißt, nach jedem Zähneputzen sollt ihr das einmal auftragen und das soll dann sozusagen die Zähne nach, soll schon am ersten Tag beginnen zu wirken. Und bis zu 3 Töne heller machen die Zähne. Ich bin gespannt. Also falls ihr irgendwann merken solltet, oh, Ibro, deine Zähne sind ein bisschen heller geworden. Sag mir mal bitte, welche Produkte gibt es nicht bei euch? Könnt ihr mir gerne schreiben und was ihr davon haltet. Ich habe mir Pastel Lip Stains gekauft. Und die Frau hat diese falsch berechnet und ich habe es erst zu Hause gemerkt. Oh, das ist immer so ärgerlich. Man ärgert sich so. Ich habe also 40 Kartoffeln zu viel bezahlt. Diese beiden Farben waren im Angebot für 6 Kartoffeln, also jeweils 6, 6, 6, 12. Ich fand die Farben cool. Also ich mag solche Farben, auch wenn mein Mann jetzt nicht so gerade begeistert davon ist, wenn ich damit rausgehe. Und diese Farbe habe ich mir auch gekauft, die habe ich gerade ein bisschen drauf. Die ist ein bisschen hell, finde ich. Aber poste euch diese Farben in die Infobox. 19 Kartoffeln und 2x6 Kartoffeln. Und die hat sie halt falsch berechnet, sodass ich dann für die 40, also 60 für diese drei bezahlt habe. Und das war natürlich dann schon scheiße. Ich ärgere mich gerade sehr, dass ich diesen Lippenstift gekauft habe, weil das ist der L'Oreal, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Balmain? Keine Ahnung, Balmain? Da steinige mich jetzt wahrscheinlich so, oh Gott ey, voll die Nietchen-Aussprache. Ebro! Du weißt doch, dass diese Lippenstifte nach Schuhsohle schmecken. Warum kaufst du dir den? Ich dachte mir, oh, vielleicht ist es eine Limited Edition und vielleicht riechen die nicht so, aber die riechen wieder nach diesen Schuhsohlen. Ich hasse diesen Geruch dieser Lippenstifte. Die Farbe fand ich irgendwie ganz cool, aber der Geruch, der stört mich so extrem, dass ich das schon wieder bereut habe, gekauft zu haben. So, dann habe ich mir gekauft und bei uns ist es auch übrigens immer doppelt vermoppelt abgeklebt. Die Kleber habe ich jetzt schon abgemacht. Den Instant Anti-Age Eraser Concealer von Maybelline. Ich glaube, der heißt bei euch anders. Kann das angehen? Und der hat jetzt die Farbe 06 Neutralizer. Ich glaube, die haben jetzt das Ganze erweitert. Ich hatte den vor mal vor Jahren ausgetestet. Da war ich jetzt nicht so, boah, das war jetzt nicht so mein Produkt, wo ich sagen muss, okay. Aber ich wollte dem Ganzen nochmal eine Chance geben, weil ja irgendwie alle davon schwärmen. Es kann natürlich auch sein, dass er bei mir halt nicht so gut wirkt, weil ich halt schon extreme Fältchen unterm Auge habe. Die Marke kannte ich, habe ich schon mal gehört, aber habe ich so jetzt noch nicht. Gibt es bei euch wahrscheinlich auch. Und das Einzige, was mich jetzt so angesprochen hat, war der von der Marke Revolution, der Rainbow Highlighter. Ich weiß, Rainbow ist schon, oh, das war letztes Jahr, aber irgendwie hat es mich angesprochen und das ist auch schon wieder mega abgeklebt hier. Ich habe ja so ein bisschen Highlight drauf. Und dann fahre ich hier mal so drüber und dann wollen wir das einmal mal gucken. Was war denn das jetzt? Was ist das für ein Highlighter? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ach du Scheiße.
Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so heftig ist. 14,99, glaube ich, war der. Ich habe jetzt hier noch ein Produkt von Revolution mitgenommen. Eine Braupomade. Ich weiß jetzt nicht, was von dieser Marke so gehypt wird. Sagt es mir bitte in die Kommentare, damit ich mir das besorgen kann. Da waren noch so eine Drops und so. 1000 Lidschattenpaletten. Aber ich dachte so, ich habe schon so viele Lidschattenpaletten. Muss ich das jetzt haben? Die Braupomade, auch wieder super abgeklebt. Habe ich schon benutzt. Also die ähnelt der Anastasia Beverly Hills Braupomade mega. Habe ich benutzt. Und die hat einmal so einen Engelbrush und einmal so einen zum Ausfüllen. Fand ich sehr gut. Also hat bei mir gut gepasst. Die Farbe war auch ganz gut. Medium braun habe ich jetzt drauf. Und ich glaube, mit dem Produkt war ich ganz zufrieden. Kostenpunkt 31,50. So, ganz interessant. Ich hasse ja immer noch mein Grün in den Haaren. Und ich dachte mir, okay, wenn sich das Grün schon nicht auswäscht, ihr hattet ja super Tipps mit Ketchup in die Haare einwirken lassen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Und ich weiß auch nicht, wann ich mit Ketchup in den Haaren rumlaufen soll. Deswegen habe ich mir gedacht, ach scheiße, bevor das Ganze grün aussieht, dann sprühe ich mir sie doch ein bisschen rosa an. Und jetzt habe ich hier diese Colorista Sprays, One Day Color. Und das wollte ich jetzt mal ganz schnell ausprobieren. Ich würde sagen, ich sprühe mir das jetzt rein und dann sehen wir uns jetzt. Rosa! Ja, ich weiß jetzt gar nicht, okay, so rosa ist es jetzt auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist schon weg. Hier ist noch alles grün dazwischen. Also ich hatte es jetzt nass. Also ich habe es jetzt angesprüht und dann habe ich es kurz trocken geföhnt. Aber irgendwie ist es hier immer noch grün. Also von daher war das jetzt für mich gerade irgendwie ein Fehlprodukt, muss ich sagen. Also jetzt nicht so mein Kostenpunkt sind 29 Kartoffeln. Dann habe ich etwas gekauft, was eigentlich jetzt nichts mit Beauty zu tun hat, aber auch dort angeboten wurde. Und jetzt der Sommer kommt und wir an den Strand fahren oder irgendwas ist und wir in Pool sind oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann sind hier so eine Poolschuhe bzw. Strandschuhe für Hamza habe ich dann gekauft. Rutschfest, und die fand ich ganz süß. Die waren auch nicht gerade billig. 39,99. Ich dachte, er braucht sowas. Dann habe ich auch was ganz Interessantes gesehen. Ihr kennt das, wenn man eine Haarbürste hat und sich die kämmt. Die Haare verfangen sich darin und nach so 2-3 Wochen Benutzung sieht der Kamm aus wie ein Busch. Also deine ganzen Haare haben sich darin gesammelt und sieht einfach nicht mehr schön aus. Was ich dann immer mache, ist es auch ein bisschen unappetitlich. Ich gehe mit der Gabel rein und hole dann die Haare sozusagen dort raus. Dafür gibt es jetzt eine Lösung, und zwar Satchtut. Das ist so ein Netz, das man über die Bürste ziehen kann. Und dann, wenn das sozusagen dann wieder voll ist, dann zieht man das Ganze einfach wieder ab. So was ganz Billiges, aber ich denke, das würde eigentlich ganz gut funktionieren. Und dann, wenn du das dann halt abziehst, dann hast du alle Haare dann. Oder ob es funktioniert, weiß ich nicht. Wer das schon mal gesehen hat, schreibt es mir bitte, ob ihr das schon mal ausgetestet habt. Aber ich fand es ganz interessant. Und für 5,99 dachte ich so, nimmst du es mal mit. So, bei uns Türken ganz üblich Hammam. Wir Frauen gehen regelmäßig in Hammam. Ich war schon länger nicht mehr. Also Hammam, das ist sozusagen, damit sich die Haut auch wieder erneuern kann. Poren werden geöffnet, deine Haut kann atmen. Du bekommst deine Schaummassage und Entspannung pur. Ich hatte auch meine Kesse verloren, deswegen habe ich mir einen neuen Peeling-Handschuh gekauft. In Thick. Also der ist richtig hardcore. Also wenn du dann einmal so über die Haut fährst, dann kommt der ganze Dreck raus, Leute. Also nicht Dreck, sondern die oberste Hautschicht. Und Leute, danach, ne? Danach, eure Haut wird sich anfühlen wie Babypopo. Du fühlst dich danach so sauber. Ich kann euch dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Und ich gebe euch einen Tipp, weil manche sagen immer, bei mir hat das nicht funktioniert. Ihr müsst schon so ein bisschen duschen, dass eure Haut aufweicht. Ihr dürft vorab absolut kein Duschgel benutzen, weil wenn ihr erstmal die Duschgel benutzt und dann das, dann funktioniert das nicht. Also am besten funktioniert das, wenn die Haut trocken ist, also ihr sozusagen 5 Minuten geduscht habt und dann mit diesem Handschuh da drüber. Ein Traum. Dann habe ich mir noch, kennt ihr wahrscheinlich auch, diese Panda-Masken. Ganz normale Feuchtigkeitsmaske, das ist jetzt hier eine Animal Panda Whitening Mask. Hallo, ich bin auch schon käseweiß genug, warum habe ich mir die eigentlich gekauft? Und die zweite gab es dann für eine Kartoffel gratis dazu. Ich bin ein absoluter Beauty Blender Fan. Das wisst ihr. Ich liebe Beauty Blender über alles. Ich habe bis jetzt noch kein Produkt benutzen können, was das Make-up so gut einarbeitet wie der Beauty Blender. Ich ärgere mich, dass ich auf der iMetz nicht mehr gekauft habe, weil da gab es so ein Bündel, 3 Stück für $10 oder so. Ich bin so dumm, ey. Ich habe mir nur ein Bündel gekauft und die benutze ich halt seit 2 Jahren oder 3 Jahren oder wie lange das ja schon her. Aber als ich jetzt heute vor dem Regal stand und dann sagst du so 79 Kartoffeln für einen Beauty Blender ausgeben, da habe ich mir schon 2-mal überlegt, so ne, never ever. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann für eine andere Variante entschieden, und zwar von Nascita, keine Ahnung, ein Non-Latex Pro-Touch Blender. Und der hat mich so ein bisschen erinnert an, kennt ihr diese Cognac-Sponges? Also der sieht so ein bisschen anders aus, versteht ihr, was ich meine? Der hat so die Kammern, die man da sieht, und ich bin schon sehr gespannt,
für die erste Benutzung, wie das sich anfühlen wird. Jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Produkte für euch und dann, ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. Okay, ich hatte doch mein Fahrduschgel von Chantitan, das mein Mann irgendwie leer gemacht hat, beziehungsweise ist gar nichts mehr da. Und wir haben keine Fahrduschgels hier, sondern nur diese Fahrdeos und ich habe jetzt diesen hier entdeckt und den fand ich sehr interessant. Ich habe nicht daran gerochen und mache das jetzt das erste Mal. Hallo. Nein. Das geht nicht. Zu benutzen, wenn man das gekauft hat. Ah. Watermelon? Ich bin ja eigentlich kein Fan von so Sprühdeos. Also ich glaube, ich würde da mein normales Deo benutzen und dann das einfach da drüber sprühen. Aber es riecht sehr gut und angenehm. Ich habe ja nicht so viele graue Haare und deswegen habe ich mir gedacht, komm Ebo, ey, du bist zwar 32 Jahre alt, aber du kannst jetzt auch mal deine Haare rauswachsen lassen. Seitdem ich das rauswachse und meine Haare nicht mehr so trocken sind, weil durch dieses Blondieren waren sie ja immer ultra trocken, habe ich meine Haare immer nur einmal in der Woche gewaschen. Und jetzt, nachdem ich die wasche, übrigens sind sie vor 10 Minuten gewaschen, sehen die trotzdem sofort fettig aus und das nervt mich so extrem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall habe ich mir ein Colored Dry Shampoo gekauft von Urban Care. 21,50, das ist schon arschteuer. Aber ich musste das holen, weil ich das einfach brauche, so zwischendurch. Wenn ich einfach keine Zeit habe, leider so, dass man echt nicht die Haare waschen kann oder in diesem Moment das einfach nicht geht. Und deswegen habe ich gerne zur Not ein Dry Shampoo zu Hause, wobei ich das nicht so oft benutzen möchte, weil es halt, habe ich das Gefühl, die Haare noch fettiger macht. Letzten zwei Produkte. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Natürlich benutze ich Nagellack, aber das nervt mich halt manchmal immer, das wieder abzumachen. Ja, das ist eigentlich gar nicht jetzt die Begründung dafür, aber ich wollte diese Impress-Nägel mal ausprobieren, weil viele schwärmen ja von diesen Kiss-Nägeln und ich wollte jetzt diese mal ausprobieren. Die waren auch nicht gerade günstig. So sehen die aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das vom Weiten aussieht. Vom Nahen, okay, es geht. Eckig ist halt nicht so meins, aber Leute, warum macht ihr das nicht ein bisschen dünner? Warum sind diese Gel, warum sind die immer noch so dick, dass man von der Seite erkennt, dass es Nägel sind? Und warum sind die so kurz? Also die könnten ruhig so ein bisschen länger sein. Und das Einzige, was mich dabei nervt, ist so ein bisschen, dass man damit nicht so gut popeln kann. Also sie sind noch ein bisschen dick, aber ja, wenn man jetzt mal in der Not ist oder so, dann geht das ja eigentlich. Und falls es euch aufgefallen ist, ich habe gerade gegessen. Also Pastel, so geht das nicht. Nach einmal essen, dass das schon hier so aussieht, ne? Bei diesen passiert das nicht. Das sind die Maybelline Superstay Matte Ink Stains. Ich bin so doof. Ich hatte mal ein PA-Sample-Paket davon gekriegt. Da waren alle Farben drin. Ne? Und ich glaube, in Deutschland gibt es sogar noch Limited Editions davon, ne? Ich will die haben. Die gibt es hier leider nicht. Und ich bin dann immer so, ach nee, die Farbe trage ich eh nicht. Ach, die trage ich auch nicht. Ach, hier kannst du haben. So, und jetzt habe ich die Hälfte fast davon verschenkt. Jetzt bin ich so, oh, warum hast du es bloß verschenkt? Oh, die sind doch so schön. Und ja, ich liebe die über alles. Letztes Produkt. Kennt ihr diese Mirror-Nägel? Ja, das ist auch schon Trend von vor 10 Jahren. Aber es interessiert mich einfach, ob das funktioniert. Und dafür musste man halt dieses Set noch zusammen kaufen. Und jetzt gleich der Schock an der Kasse. Ich habe das gekauft. Also du brauchst, um das machen zu lassen, mit diesem Puder brauchst du dieses Set. Also und dann brauchst du dieses Puder. Und davon gibt es halt mehrere. Und ich habe jetzt hier diesen Spiegeleffekt gekauft. Ich zeige euch das auf jeden Fall auf Instagram, ob das funktioniert. Also bitte folgt mir immer in der Story. Ja, jetzt kam der Schock an der Kasse. Mein Mann stand auch daneben. Okay, dazu muss ich jetzt sagen, ich war wirklich lange nicht mehr, ne? Ich bin fast so, und das war schon sogar mit Rabatt. Also der Einkauf hätte im Original 495 Kartoffeln gekostet. Aber der Schock saß so tief. Mein Mann, ihr hättet seinen Blick sehen sollen, wie er mich angeguckt hat. So, dein Ernst? Das teuerste Produkt war diese Zahnreinigungsgeschichte. Ja, und falls ihr meine letzten beiden Videos nicht gesehen habt, in den letzten Mittwoch schnacke ich so ein bisschen über meine YouTube-Probleme. Da könnt ihr ein bisschen reinklicken. Und hier teste ich den Spliss-Schneider, den ihr euch unbedingt angucken solltet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. So kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.